Gemeinsam in Jauchs Show für ihren Sohn raufen sich Sarah und Droh zusammen. 2017 ist fast vorüber. Zeit für Günther Jauch, das Jahr Revue passieren zu lassen mit Promi-Gästen wie Sarah und Pietro Lombardi, die erstmals seit der Trennung wieder gemeinsam vor der Kamera standen. Vor über einem Jahr wurde das Liebesaus des einstigen TV-Traumpaares bekannt. Nun zeigten sie sich zusammen beim RTL-Jahresrückblick 2017. Menschen, Bilder, Emotionen. Für einige Minuten nahmen Sarah und Pietro im Studio Platz und plauderten mit Gastgeber Günther Jauch. Wirklich wohl schienen sich die beiden aber nicht zu fühlen. Während Sarah Lombardi viel redete und Günther Jauchs Fragen beantwortete, war Pietro die meiste Zeit lang schweigsam. Natürlich wurde vor allem über den gemeinsamen Sohnemann Alessio, den die jungen Eltern im Studio fast nur als der Kleine betitelten, gesprochen. Alessio wird uns irgendwann dankbar sein, ich sehe den Kleinen zwischen 2 und 3 Mal die Woche. Ich bin auch wirklich stolz drauf, weil es gibt so viele Paare, die sich trennen. Jeder hat Fehler. Ich. Sie auch. Ich finde es einfach wichtig, dass man nicht im Krieg auseinandergeht. Sondern wenn man ein Kind gemeinsam in die Welt setzt, dann sollte man auch gemeinsam für das Kind da sein und es nie alleine lassen, stellte Pietro unter anderem klar. Während Sarah erläuterte, dass sie sich für den mittlerweile Zweijährigen immer wieder zusammenraufen, und hinzufügte, ich glaube, da wird der Kleine uns auch irgendwann dankbar für sein. Man merkt das dann, dass er sich freut, wenn Papa und Mama da sind. Deshalb gibt es auch für das Fest der Liebe bereits Pläne, Weihnachten auf jeden Fall zusammen. Ich finde, für den Kleinen ist es das Schönste, Papa und Mama da zu haben und Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern sowieso, erklärte Pietro ebenfalls mit einem Lächeln im Gesicht.